Ist das geil oder was? Herrlich, 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 ist das geil. Sollen wir direkt schwimmen gehen? Nur die Harten kommen ins Meer. Hart gedroppt hier, ey. Tschüss. Like the normal fast 90 Grad. Und ich versuche mal da hoch zu springen. Ja, wenn man es dann schafft, sieht es einfach aus, aber Herrlich, Leute, ey. Das ist eure Straße hier. Ah, der GoPro-Akku war leer. Schnell nach oben, dann sehen wir noch die letzten Sonnenstrahlen. Da vorne, da ist auch so ein Bäumchen drauf. Ganz vorne an der Spitze und ich sehe da sogar Lenny und Sam sitzen. Das Tempo vom Toni ist halt echt langsam. Es ist so ein bisschen, er könnte längere Beine gebrauchen. Aber so ist auch geil, also er hat da irgendwie Bock drauf. Und er ist so ein freundliches Gemüt. Also, ich meine, auf den Videos lernt man den ja nicht so richtig kennen, ne? Also nur so ein Stück weit. Aber in echt, der ist schon goldig, also. Der lässt einen so in Ruhe beim Reisen an sich. Es ist so ein entspannter Reisekamerad. Ich weiß auch nicht. Ich feiere den Hund. Toni, du bist geil. Toni! Guten Morgen! Hallöchen! Ja, Hallöchen, Toni! Guten Tag! Hm? Oh, so ein feiner Junge, ne? Ja, Leute, das gibt's hier jeden Morgen. Da freut man sich richtig aufzustehen, wenn der sich so freut. Hä? Ja, ein neuer Tag beginnt. Kaffee ist fertig. Eieiei. Oh, ich muss hier aufräumen. Überall. Und heute ist unser letzter Tag hier. Morgen wollen wir hier abreisen. Deswegen machen wir alle ein bisschen Ordnung heute. Gucken wir mal, was er hier macht. Fleißig am Aufräumen und am Frühstück machen. Ja, hier sah es gerade ganz schön schlimm aus. Bei mir auch. Ja, aber ja. So langsam wird es. Naja, hier sieht es immer noch schlimm aus, aber... Ich finde, es geht. Sieht nach einem wilden Gemenge aus.
aber echt ein sehr nahrhaftes, geiles Frühstück. Ups, oder? Hey. Bene. Tutto bene. Wusstet ihr eigentlich, dass der Toni extrem auf Möhren steht? Das ist wirklich so, da steht er richtig drauf. Und ich meine, das ist ja, also Gemüse, finde ich immer, kann er echt, also soll er doch fressen, oder? Kann nur gut sein. Ja genau, bevor wir hier wegfahren, machen wir noch eine kleine Müllsammelaktion. Schnappen uns alle einen Müllbeutel und laufen hier rum und sammeln Müll. Salmiakko, wo hast denn das her? Toni, das ist nichts für dich. Salmiakko, das ist doch vom Lenny aus dem Bus. Hm? Hast du geklaut? Und damit sind wir wieder on the road. Da ist das Meer. Und wir fahren weiter Griechenland erkunden. Ich weiß, ich schwärme ein bisschen viel von Griechenland, aber Mann, Griechenland, I love you! Ist das ein geiles Land, ey. Leute, müsst ihr euch mal angucken. Das ist herrlich hier. Herrlichst! Ah, der Toni, der genießt das auch. Das hat was. Das hat was, wa, Toni? Ja, und irgendwo da unten um die Ecke ist direkt das Meer. Also vielleicht kriegen wir heute echt noch einen südlichen Stellplatz. Da sieht man's. Boah, da kommt es. Wuhu! Ah, hier auch mit den Palmen und so, das ist schon geil. Also, da kommt schon so ein bisschen Karibik-Feeling auf, finde ich. Oder? Oder spinne ich jetzt komplett? Nee, ist doch schon schön hier. Also, Spot gefunden. Spot mit dem absoluten Meerblick. Mega, oder? Das ist die alte Straße hier. Und da oben ist die neue. Deswegen fährt die hier natürlich keiner mehr. Und hier hat man echt Panorama. Also das ist schön. Na guck mal, der ist hier direkt im Dachzeltfieber. Ne? Geht das jetzt ruckzuck hier? Das geht hier ruckzuck. Ruckzuck. Mach doch mal die Möhre aus da. Zack, zack. Wird der Uwe aufgeklappt. Ja, der ist halt am Enjoyen, ist er das. Das macht nämlich Spaß, das Ding auf und abzubauen, ne? Macht das. Das ist spaßige Angelegenheit. Du, das passt dir noch nicht mit der Gradigkeit, ne? Das muss ganz gerade sein. Das wird mit einer Wasserwaage alles ausgerichtet hier, ne? Das wird schon. Ich stehe hier super! Super gerade, super klasse! Ob das nicht zu windig ist? Ach, ich weiß nicht! Sieht unfassbar aus, oder? Es ist einfach ein geiler Spot.
Aber ich hänge hier viel lieber an meinem Handy, als mir das anzugucken. Na, wenigstens stehst du dazu. Da steht schon eins. Was machen wir jetzt? Wäsche waschen. Guten Morgen. In Lyon? Nee. La Mia. La Mia? Und er da hat keinen Bock. Ich komm nah. Beziehungsweise noch nicht nötig. Ja, gucken wir mal, wie das wird. Woo! Bis später. Schon mal hurt. La Mia it is. Na, wir versuchen jetzt mal hier automatic cleaning. Nee, das ist nicht, oder? Nee, ganz hinten an der Ecke, glaube ich. So, läuft. Was meinst du, soll ich mal auf deine Autos gucken? Das Ganze dauert jetzt 35 Minuten. Ja, wir können uns ja vielleicht einfach einen Kaffee holen. Wir haben den. Wie viel? Den 6. Januar. Und hier in Griechenland läuft noch die Weihnachtsmucke. Sind die auf jeden Fall am Zelebrieren. Boah, so ein Eis wäre auch geil, ne? Boah, lass mal eine Kugel Eis kaufen. Hat funktioniert, wir haben Brot, wir haben eine saubere Wäsche. Es war sehr einfach, Parkplatzsituation ging so. Ja, ganz nett eigentlich. Und so hat man auch mal ein bisschen ein Städtchen gesehen. Ich hätte auch gerne ein bisschen Deko noch mitgebracht für seinen Bus, aber oh, die ja. Werden. Ja, hier, ja. Ja, hier zu. Ja, alles klar. Und jetzt treffen wir uns nämlich gleich mit Janis. Wir können hier runter. Bei den heißen Quellen. Ja, wie ihr eben ja schon mitbekommen habt, bin ich alleine hier. Die beiden sind vorgefahren. Ja, ich habe es mir hier bequem gemacht. Ich habe ein bisschen, was habe ich gemacht? Ein bisschen meinen Bus aufgeräumt und habe hier schön geduscht. In meiner Außendusche. Schönes warmes Wasser eben noch gemacht. Herrlich. Also auch der Spot hier wirklich geil. Also 1 plus, würde ich sagen. Also es ist mega. Der Ausblick ist total geil. Also feiere ich echt. Ich habe das zweite Video so gut wie zu Ende geschnitten. Also, ja, das kommt dann auch wieder am Sonntag. Ich meine, für euch jetzt hier ist das absolute Vergangenheit. Aber ja, ich kriege das irgendwie ganz gut hin, hier unterwegs. Während man hier durch die Gegend tingelt, mich da an meinem Laptop zu setzen und irgendwie schön die Videos zu machen. Macht Spaß. Also mir macht's wirklich Spaß. Das ist geil. Mach ich Bock. Und man hat eine richtig schöne Erinnerung danach, ja. So, Leute, wie gesagt, ich mache mich auf den Weg. Sehen wir uns an den heißen Quellen oder wie auch immer. Bis dahin!